Willkommen zum nächsten Part, zum achten Part, glaube ich, meiner MyTeam-Karriere. Heute geht's nach Kanada. Eine meiner Lieblingsstrecken. Auch eine Strecke, wo ich ganz okay bin, genauso wie Monaco, nur halt nicht so extrem OP wie in Monaco. Also rechnet hier nicht wieder mit einer Pole-Position. Das ja, zeichnet sich schon im Qualifying ab, dass wir hier auf jeden Fall nicht vorne mitfahren können. Klar, wir waren jetzt hier ganz gut gegen Leclerc dabei, aber Leclerc ist auch keine gute Runde gefahren in dieser Runde. Ah ne, gar nicht wahr. Das ist jetzt erst die Runde. Ich dachte, ich zeige das Ende meiner schnellen Runde. Ich zeige ja aber mal tatsächlich die komplette schnelle Runde. Unser Chassis-Upgrade ist ja leider letzte Folge fehlgeschlagen. Weshalb wir zu diesen Rennen keine Upgrades mitbringen konnten. Was ist uns ein bisschen Boden auf die Mittelfeldteams und auf Alpha, die uns inzwischen überholt haben, kostet. Hier ein bisschen Oversteer beim Rausbeschleunigen. Leclerc lässt uns leider sehr gut vorbei. Warum leider? Weil ich keinen Windschatten mehr so schnorren kann. Auf jeden Fall ist es hier schwierig zu fahren, weil es gibt einige Kurven, wo man hier ziemlich viel Oversteer hat, wenn man einen Wagen mit wenig Aerodynamik hat. Und das ist auf jeden Fall hier in manchen Kurven merklich und das werden wir noch im Rennen merken, kann ich schon mal so viel vorwegnehmen. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, meine Runde in Q3, also bis ins Q3 sind wir auf jeden Fall gekommen und da meine schnellste Runde, die ich fahren konnte. Es war auch, glaube ich, meine schnellste Runde insgesamt, hier sehr schnell die Schikane nehmen. Und obwohl jetzt das Delta Minus anzeigt, sind wir am Ende trotzdem 10 Zehntel davor. Und das war meine schnellste Runde zwischen Albon und Verstappen. Ja, ist okay. Oh, ich würde sagen, das Qualifying ist ganz gut gelaufen. Unser Chassis macht auch Fortschritte, wodurch wir auf jeden Fall am Auto weiterarbeiten. Die Konkurrenz ist hart. Die bisherigen Platzierungen da vorne sollte man nicht zu ernst nehmen, weil wir hatten sehr viel Glück bisher in den Rennen. Wir sind wieder am Ufer des Lawrence Rivers hier in Montreal für den großen Preis von Kanada. Dieses Event fand zum ersten Mal im Jahr 1978 auf einer Variante dieser Strecke statt und wurde von niemand anderem als dem berühmten Gilles Villeneuve gewonnen, dem ersten Kanadier, der je sein Heimrennen gewinnen konnte und dem zu Ehren die Strecke dann umbenannt wurde. Der Circuit Gilles Villeneuve ist eine der schnellsten Strecken der ganzen Saison, wobei ungefähr 60% der insgesamt 4,34 Kilometer mit Vollgas genommen werden. Die Fahrer bekommen es hier insgesamt mit 14 Kurven zu tun und die letzte davon kann ihre ganz eigenen Geschichten erzählen. Ich sage nur Wall of Champions. Der Einsatz des Safety Cars ist fast sicher. Stefan Römer teilt sich heute die Kommentatorenbox mit mir. Reden wir über den Anfänger. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Sie haben es geschafft, Fehler zu vermeiden und legen ein gutes Tempo vor. Bisher war das eine wirklich gute Saison. Aber ob sie es schaffen, weiterhin so gute Leistungen zu bringen, wird sich erst noch zeigen müssen. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Valtteri Bottas steht daneben. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Vettel, Verstappen, Lance Stroll und Leclerc. Albon, der Anfänger, Perez und Esteban Ocon. Norris, Sainz, Daniel Ricciardo und Magnussen. Schumacher, Giovinazzi, Pierre Gasly und Dani Quert. Grosjean, Raikkonen, Latifi und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Ja, damit geht es rein ins Rennen. Ich glaube, Hamilton will jetzt wirklich Konkurrenz Bottas machen um die WM. Bisschen spät, aber er versucht zumindest mit der dritten Pole in Folge und wir gehen rein in den Start. Kommen nicht ganz so toll weg, muss man sagen, im Vergleich zu den letzten Rennen. Perez kann hier direkt innen reingehen, schafft es aber nicht auf der Bahn uns zu überholen, weil da einfach der Platz fehlt, wobei er sich neben uns hält. Hier gibt es eine leichte Kollision, aber die nächste Kurve sollte eigentlich unsere Kurve sein. Da muss er dann zurückstecken, weil wir hier mit Vollgas rauskommen. Dadurch haben wir schon einiges an Zeit auf Albon verloren. Dann am Ende der Runde hier versuche ich den Angriff auf Albon und ich schaffe die Kurve nicht. Und nach den Regeln muss man hier außen rumfahren. Und das kostet mich die Position gegen Perez, gegen Ocon und gegen Ricciardo. Dieser Bowl-Versuch gegen Albon. Perez seinerseits versucht da vorne jetzt Albon anzugreifen und scheint das dann auch zu schaffen. Wir versuchen hier auf der Außenseite wieder an Ricciardo vorbeizugehen, kriegen ziemliches Oversteer und schaffen es deshalb nicht, weshalb uns jetzt Norris stattdessen im Nacken sitzt.
Also das ist gar nicht so gut verlaufen. Direkt mal auf Platz 11 zurückgefallen. Und hier auch in Runde 2 dann wieder in dieser DRS-Gerade kommen wir nie so besonders gut raus. Und ohne DRS kommt hier Norris dann vorbei und sogar auf Platz 12 jetzt zurückgefallen. Unser Teamkollege ist sogar jetzt in unserer Nähe. Und ein Regen wird auch nicht erwartet, trotz des Himmels, was natürlich nicht ganz so schön ist. Wenn man bedenkt, dass wir jetzt so weit zurückgefallen sind, also durch einen strategischen Coup können wir hier nur durch Safety Car wieder nach vorne kommen. Dann ja Windschattenduell mit Norris bis hoch zur Kurve 1 und das scheinen wir nicht zu gewinnen, dann Norris später bremst, sich einfach traut später zu bremsen als wir. Das gibt ihm die entscheidenden Meter der Woche, um vor uns zu bleiben. Und so langsam müssen wir auch mal nach hinten schauen. In Runde 4 dann versucht Sainz so weit zu gehen. Allerdings muss ich in die Tür zu klatschen, weil ich sonst Norris hinten reinfahre. Und wieder dieselbe Situation. Norris bremst wieder später. Versuchen wir es jetzt an der Außenseite vorbeizugehen. Und wir schaffen es wieder nicht im Privatduell hier mit den beiden McLarens. Die setzen uns vorne und hinten aber richtig gut unter Druck. Und jetzt hier schlechter Exit von Norris. Aber das reicht einfach alles nicht, um an Norris vorbeizugehen. Jetzt vielleicht nach der DRS-Zone, weil wir können hier in den kleinen Kurven auf jeden Fall deutlich schneller als Norris. Hier kommt Norris schlecht raus, obwohl die KI hier normalerweise gut rauskommt. Hier mit DRS können wir uns daneben setzen. Sainz kommt noch besser raus, kann hier aber nicht überholen, weil hier kein Platz ist. Ich versuche es auf der Außenseite vorbeizugehen, aber das funktioniert nicht ganz, weil wir dadurch später aufs Gas gehen können, wodurch Sainz eigentlich auch früher aufs Gas gehen kann. Aber es staut sich einfach mega weit zurück, einfach weil hinter uns alles zu ist dann hier. Nein, zu spät. Darf ich nicht bremsen oder gibt es die Kollision mit Norris? Weil mit Sainz einfach hinten drauf fährt. Ich habe schon sehr spät gebremst und eigentlich zu spät. Wäre Norris fast hinten drauf gefahren und dann kommt Sainz, wie man hier sieht, und rammt mich einfach hinten in seinen Teamkollegen rein. Also für die Kollision kann ich absolut gar nichts. Verlieren damit auch noch gegen unseren Teamkollegen die Position. Der wehrt sich aber auch nicht großartig, als wir ihn wieder zurück überholen. Sehr fair von ihm. Und wir können weiterhin hier auf Norris Jagd machen. Das ist auch mal ein Rennen, wo wir auf jeden Fall hier Norris wieder angreifen können, aber ein Rennen, wo auf jeden Fall unser Teamkollege mal gut mitfahren kann. Hier versuchen wir Norris irgendwie auszutricksen, allerdings war der McLaren hier am Ende der Gerade ein bisschen schneller, wodurch wir das nicht schaffen. Unser Teamkollege ganz gut dabei, auch mal im hinteren Mittelfeld unterwegs. In Runde 7 gibt es dann einen Boxenstopp, weil die Reifen haben wir doch schon eine deutlich höhere Abnutzung als die letzten Jahre durch den neuen Asphalt, der vor ein, zwei Jahren dazu kam. Und damit gehen wir zu unserem ersten Boxenstopp. Der Wagen fühlt sich gut an und ich weiß nicht wieso, aber das Team scheint wohl der Meinung zu sein, ja, wir geben dir jetzt einfach mal einen neuen Frontflügel. Ich habe nichts dergleichen eingestellt. Ich hatte, so viel ich weiß, auch keine Beschädigung am Frontflügel. Ich habe zumindest keine gemerkt und auch keine gesehen. Und dadurch verlieren wir jetzt die Position gegen Grosjean, Latifi und Russell und fallen sogar hinter Sainz zurück, vor denen wir eben waren, bis auf den letzten Platz. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir in der Karriere auf den letzten Platz rumfahren. Und bei Grosjean, interessante Taktik auf Softreifen. Also der fährt auf jeden Fall nicht durch, so wie wir es planen, mit den Reifen. Russell kommt da aus der Box raus. Selbst mit denen wird es knapp durch den Frontflügelwechsel. Also hier ist bisher einiges schief gelaufen in den Rennen. Die 7 Sekunden haben uns auf jeden Fall schon mehr gekostet als nur die 7 Sekunden. Russell direkt hinter uns. Jetzt versuchen wir Grosjean zu holen. Der hat zwar die besseren Reifen, aber wir haben auf jeden Fall das bessere Auto als der Haas und der Williams, deshalb kommen wir trotz des großen Reifennachteils vorbei und da kommt ein Oversteer-Moment des Todes. Grosjean kommt wieder neben uns, ist aber langsamer mit dem abgeschwächten Ferrari-Motor und deshalb, ja, können wir den einfach mit dem Honda-Motor wieder einfach ausbeschleunigen. Und dann müssen wir uns aber mal ein bisschen gucken wegen Russell. Nein, Russell kann nicht gut hinter uns bleiben. In Runde 11 sind wir dann doch wieder hinter unseren Teamkollegen dran. Und können den dann auch wieder überholen. Dann sind wir ungefähr an derselben Stelle, wo wir eben auch waren. Ja, hinter Sainz und Norris. Und haben jetzt effektiv dann doch keinen Platz verloren. Wo man sagen muss, die beiden vor mir müssen auf jeden Fall nochmal rein. Und wir theoretisch ja nicht, wenn die Reifen bis zum Ende gehen. Auf jeden Fall geht es dann in Runde 13. Wir sind nah genug dran an Sainz, um ihn anzugreifen. Hier in Kurve 1 hinein. Machen wir denselben Fehler wie bei Norris? Nein. Sainz bremst nicht so spät wie Norris. Ich finde das ganz interessant, wie gut dieses Fahrerwertungssystem funktioniert. Also Norris bremst hier auf jeden Fall später in der Kurve. Und in Runde 11, da kommt dann Perez aus der Box. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Ich glaube, der ist schon in Runde 20. Ich glaube, der ist jetzt zu seinem zweiten Stop gefahren. Ist interessant, also gehen die meisten ja dann doch mit zwei Stop. Vielleicht können wir hier einige Positionen gewinnen, indem wir einen Stop fahren. Ja, und am Ende der Runde geht hier auch Perez vorbei. Ja gut, kein Wunder, besseres Auto, bessere Reifen und frischere Reifen.
Also da wehren wir uns auch nicht großartig gegen, weil was sollen wir da großartig gegensetzen? Den können wir auch nicht 15 Runden noch mit dem alten Reifen hinter uns halten. Aber wir müssen uns so langsam was überlegen, um noch in die Punkte zu kommen, weil schneller als Norris und die beiden Renaults fahren wir nicht. Und ein Boxenstopp hier kostet nicht super viel Zeit in Montreal. Und wenn die nochmal in die Box fahren, wird es schon bei den Renaults knapp, ob die überhaupt hinter uns bleiben. Und die müssen uns dann nur überholen mit deutlich frischeren Reifen. Weshalb vielleicht mal eine Überlegung ist, an die Box zu gehen. Unsere Reifen sind bei 37% nach den 12 Runden. Am Ende des Rennens wären die ungefähr bei 70%. Das heißt, man kann fast gar nicht mehr mit denen fahren. Besonders, weil wir jetzt schon ein bisschen Oversteer kriegen. Der Oversteer-Moment kommt ja dieses Jahr mit den Reifen schon ein bisschen früher. Jetzt sind die sogar schon auf 37% hoch. Also so langsam wird es eng. Jetzt war auch die ganze Führungstruppe nochmal in die Box. Und offenbar war der Stop von Racing Point, so viel früher reinzufahren, ein richtiger Undercut-Moment, weil man sieht, beide Red Bull, beide Ferraris sind jetzt direkt hinter uns und müssen sich mit uns anlegen. Vettel hier in Runde 23 und dann Verstappen auch. Also wir halten hier auf jeden Fall gut das Feld für die beiden Racing Points auf. Vielleicht ist da sogar ein Podium für die beiden dann drin. Trotz Mercedes-Doppelsieg, die da komplett in ihrer eigenen Liga da vorne fahren. Ja, auf jeden Fall kommt hier Verstappen nicht ganz so dran. Also wir können hier sogar so ein bisschen hinter uns halten, weil die sich auch gegenseitig ein bisschen prügeln. In Runde 25, unsere Reifen werden immer schlechter und ja, gegen die frischeren, besseren Reifen mit einem besseren Auto, ja, absolut gar keine Chance gegen das DRS von Verstappen. Also da ist der ja so mit so einem großen Vorsprung vorbeigefahren. Jetzt ist dann Vettel der nächste Wagen, der hinter uns ist, der uns dann wahrscheinlich auch überholen wird. Da werden wir uns auch nicht großartig werden, weil das kostet uns alles auch nur Zeit. Wir versuchen möglichst mit diesem Reifensatz durchzukommen, aber so langsam habe ich immer mal meine Zweifel daran, ob das gut geht, gerade wenn wir am Kämpfen sind gegen die beiden Renaults, dass wir nicht am Ende ja von den Renaults noch geschluckt werden. Hier eine Runde später geht dann auch Vettel an derselben Stelle vorbei und auf derselben Geraden danach greift es dann auch Albon an, gegen den ich mich jetzt nicht so stark wehre. Ich beize hier zwar die Innenbahn und will zwar noch den Vorsprung behalten, aber wie lange das funktioniert, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei ja fast 50% mit den Reifen und wir haben noch 9 Runden zu fahren und so langsam dämmert es mir. Am Ende werden die Reifen bei 80-90% sein, weil ich werde ja auch immer mehr Oversteer kriegen. Das heißt, die Reifen würden sich immer mehr abnutzen. In Runde 27 hier geht dann Albon innen rein. Ich versuche hier noch irgendwie den Weg abzukarten, aber ja gut, gegen die Red Bull und die Ferraris hier habe ich noch gar keine Chance. Die haben das einfach deutlich schnellere Auto und dann auch hier ja, doch ein leichtes Wheelbanging. Hier versuche ich noch Albon irgendwie noch auf der Innenseite zu halten, um den dann irgendwie noch auszuüberholen. Aber ich dachte mir dann, okay, fahr jetzt einfach an die Box, weil sonst wird es eng mit Punkten. Weil man sieht schon, Ricardo ist nicht mehr so weit weg, nur noch 9,8 Sekunden. Und ich glaube, ich war pro Runde 3-4 Sekunden langsamer inzwischen als die Renaults. Also es hat absolut keinen Sinn mehr gemacht. Oder 1-2 Sekunden. Bis zum Ende wäre ich so weit zurückgefallen. Auf jeden Fall komme ich noch Platz 13 wieder raus. Vor meinen Teamkollegen kann jetzt aber mit den Softreifen richtig ballern die letzten 8-9 Runden. Und die sollten auf jeden Fall auch diese Rundenzeit durchhalten. Und mal schauen, wie weit es dann noch nach vorne geht. Auf jeden Fall sollten wir jetzt einige schnelle Sektorzeiten setzen. Wir sind noch 10 Sekunden vor unseren Teamkollegen rausgekommen. Der fährt sein bestes Rennen bisher, auch wenn er wieder keine Punkte holen wird. Aber so langsam wird es, so langsam fährt er auch die Wagenperformance ein. Man muss ja immer diese Formel-2-Fahrer ein bisschen trainieren. In Runde 30 gibt es dann das erste Überholmanöver und nein, das gibt es gar nicht. Sainz kriegt plötzlich einen Motorschaden vor uns und wir haben fast hinten drauf gefahren. Hier sieht man es nochmal in der Rückblende, dass ich hier fast Sainz hinten drauf gefahren wäre. Also es war richtig eng. Und Runde 32 von 35 sind wir schon doch noch gut weg von Norris und Ocon. Aber wir holen pro Runde mehr als eine Sekunde auf Norris. Und in der vorletzten Runde sind wir dann auch direkt hinter Norris und noch zwei Positionen weg von dem Punkteplatz. Das heißt, wir müssen noch zwei Autos überholen. Hier haben wir einen guten Oversteer-Moment, wodurch wir Norris nicht kriegen können in eben dieser Kurve. Allerdings hier, Norris muss so viel früher bremsen, seine Reifen sind abgenutzter und schlechter als unsere Reifen und hier müssen wir ihn einfach überholen. Allerdings schirmt er hier sehr gut die Innenseite ab, weshalb mir nicht die Möglichkeit gegeben wurde, innen reinzuziehen. Und das kostet mich einfach unglaublich viel Zeit, wodurch Ocon da schon jetzt 1,2 Sekunden weg ist. Und jetzt hier versuchen wir es mit DRS, aber Norris kann so gut neben uns bleiben und ich muss ihn jetzt einfach überholen, weil wir haben gleich nur noch eine Runde, um irgendwie in die Punkte zu kommen und Norris bleibt einfach da stur. Trotzdem schaffen wir es irgendwie, diese Kurve zu nehmen, leichten Touch mit der Wall of Champions. Ja, aber das hat natürlich unglaublich viel Zeit gekostet und jetzt haben wir, ja, richtig viel Rückstand. Ich glaube 2,7 Sekunden Rückstand und das, ja,
Ist kein Geheimnis, dass wir 2,7 auch mit besseren Reifen nicht mehr aufholen können in einer Runde. Dafür ist der Renault dann doch ein Tick zu schnell. Unsere Reifen sind halt auch schon 7 Runden alt. Und ja, am Ende sind es dann doch noch so ungefähr eine Sekunde Rückstand durch die letzte Kurve, durch die wir dann haben. Also eine Runde mehr hätten wir gebraucht, um, glaube ich, einen der beiden Renaults zu überholen. Das wird das erste Rennen damit ohne Punkte auf Platz 11. War auch nicht das beste Rennen. Wir hatten diesen Verbremser da und diesen unnötigen Frontflügelwechsel. Dann haben wir uns ein bisschen mit der Strategie verpokert. Gut, ob das jetzt Zeit gekostet hat, weiß ich nicht, aber wir waren am Ende der Strategie genau an derselben Stelle wie auch davor. Ich glaube sogar, das war trotzdem noch die ein Tick bessere Strategie. Aber trotzdem haben wir uns ein bisschen, ja, eigentlich fing alles mit den Fehlern von uns an. Und Bottas hat schon wieder das Rennen gewonnen, obwohl Hamilton von 1 gestartet ist. Also unglaublich, dass hier Bottas wirklich Hamilton vorführt in jedem Rennen. Ich glaube, bisher jedes Rennen, bis auf die beiden, die wir gewonnen haben. Nee, Verstappen hat auch eins gewonnen, sonst jedes Rennen von Bottas gewonnen, noch keins von Hamilton. Und Perez auf Platz 4. Ich glaube, Stroll müsste dann Dritter sein, ne? Erstes Podium für Racing Point in dem Jahr. Wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Ja, genau. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sitzen. So, und dann gucken wir uns das Ergebnis an. Hamilton sogar am Ende mit 10 Sekunden Rückstand auf Bottas. Also keine Ahnung, was da wieder schief gelaufen ist. Und Hamilton zwar jetzt auch Zweiter in der WM, wo er hingehört, meiner Meinung nach zumindest. Also nicht, dass er jetzt unbedingt Zweiter werden muss, sondern die Mercedes auf 1 und 2 gehören zumindest dahin. Er verliert aber wieder Punkte auf seinen Teamkollegen, weil er wieder es nicht schafft, ihn zu schlagen, sondern nur im Qualifying. Ich glaube, war die schnellere Rennrunde. Nee, hat er auch nicht. Da verliert er sogar noch einen Punkt. Also wieder konnte Bottas ein bisschen seinen Vorsprung ausbauen. Ja, das Auto hat ganz gut funktioniert, allerdings heute war der Verbremser auf jeden Fall das, was mir das Rennen kaputt gemacht hat, aber das Chassis, das war fantastisch. Ja, auf jeden Fall, der Verbremser, der war schon kritisch. Gut, ob ich mir das Rennen damit komplett kaputt gemacht hätte, habe ich quasi, weil ich keine Punkte geholt habe. So, gehen wir rein in das Management. Wir haben jetzt einen weiteren Sponsoren-Slot frei und wir können einen Sponsorenvertrag verlängern, wo mir aufgefallen ist, es bringt tatsächlich gar nicht so viel. Als neuen Sponsor auf jeden Fall kriegen wir Satellite und wir machen Moon nochmal. Und hätten wir Moon einfach verlängert, hätten wir nur 87.000 pro Woche bekommen. So bekommen wir 207.000 die Woche. Also es lohnt sich auf jeden Fall nicht auf Verlängerung bei den Verträgen zu drücken, sondern die einfach neu zu verhandeln oder neu auszuwählen. Ja, dann hier wird noch so ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben leider ein bisschen wenig Ressourcenpunkte, dadurch, dass die letzten beiden F- und E-Sachen fehlgeschlagen sind. Auch wieder der Motor schlägt jetzt auch fehl. Also es ist unglaublich, wie viel Pech wir dann hier mit haben. So viel Glück, wie wir am Anfang mit F und E haben, so viel Pech haben wir jetzt hier. Und habt ihr jetzt gerade gesehen, Alfa Romeo ist auf Platz 5 von allen Teams. Wie auch immer sie das gemacht haben innerhalb von 7 Rennen. Aber naja. Gut, das war's dann von diesem Part mit Kanada. Das war auch mein letzter vorproduzierter Part. Ui. Die letzten 4 Folgen, die ihr gesehen habt, die sind bis zu diesem Zeitpunkt vorproduziert. Wir sehen uns dann beim, die letzten 5 sogar, beim nächsten Rennen wieder. Haut rein und ciao.